Also unter koronare Eingriffe versteht man alle mögliche Behandlung, die wir an die Herzkranzarterie durchführen. Wir haben drei mögliche Therapie bei Patienten mit einer koronaren Herzkrankheit, also mit Problemen an die Herzkranzarterie. Einerseits medikamentös, das heißt mit Medikamenten behandeln. Zweitens mit interventioneller Behandlung, mit Ballon- und Stentimplantation. Und drittens mit Herzchirurgie, also mit Bypass. Die Herausforderungen bei koronaren Eingriffen sind einerseits diagnostische Herausforderungen, zu verstehen, was der Patient hat. Und zweitens sicher die Selektion der Therapie. Die medizinischen Fortschritte in der Kardiologie in den letzten, sagen wir, 10 Jahren sind unglaublich groß. Wir haben einerseits eine Explosion von neuen Methoden für die Diagnostik, also bildgebende Verfahren. Wir haben RCMRI, wir haben mit CT und mit spezieller Echokardiographie die Möglichkeit, das Herz zu darstellen, nicht invasiv. Zweitens sichern die Medikamente, also eine große Entwicklung in der Therapiemöglichkeit mit Medikamenten, vor allem in der Herzinsuffizienz. Die Optimierung der Behandlung, also der medikamentösen Behandlung, zusammen mit der Behandlung mit speziellen Schrittmacher erlauben diese Patienten wirklich relativ lang zu leben, fast normal zu leben, was war nicht der Fall bis vor 15 Jahren. In der Behandlung der Herzkranzarterien haben wir auch einige Fortschritte gehabt. Wir haben mit dem Medikament das Cholesterin senken, vor allem die Möglichkeit, die Progression, also das Fortschreiten der Krankheit zu verlangsamen oder sogar zu reduzieren. Wir haben aber noch nicht diese magische Tablette entwickelt, die die Herzkranzarterien putzt von dieser Ablagerung. Und drittens therapeutisch, also mit invasiven Behandlungen, sei es an der koronaren Arterien oder an den Klappen. Vor allem in den letzten 3 bis 4 Jahren. Wir haben sehr viele neue Methoden für die Behandlung von Klappenproblematik. Man kann heutzutage sogar beim wachen Patienten eine Herzklappe zu ersetzen. Was ist eine fantastische Therapie. Man hat davon nur geträumt vor 10 Jahren. Alles, was nicht mit Medikamenten geht, geht in eine Richtung von kombinierter Therapie, also die Kombination zum Beispiel von Bypässe mit percutane Behandlung, das heißt mit dem Ballon und Stent. Es gibt zum Beispiel heutzutage bei einigen Patienten die Möglichkeit, durch einen kleinen Schnitt in der Thoraxwand einen Bypass anzulegen, auf ein ganz wichtigen Gefäß, und die anderen Gefäße werden mit Ballon und Stent versorgt, also behandelt. Das ist eine neue Entwicklung, das braucht natürlich eine extreme gute Zusammenarbeit zwischen dem Kardiologe oder dem invasiven Kardiologe und der Herzchirurg. Vorher war der Kardiologe verantwortlich für die Vorbereitung der Patienten für den Herzchirurg. Das ist nicht mehr so. Heutzutage werden die meisten Patienten interdisziplinär besprochen. Ich glaube, dass die Kardiologie und die Herzchirurgie wird sicher zusammen wachsen. Und ist sicher ein großer Vorteil, vor allem für den Patienten.